Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Allerbarmes, des Barmherzigen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter des gesamten Universums, wassalatu wassalam ala Rasulillah, und Frieden und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Die Frage von heute ist, darf man eine Frau von einer verfeindeten Familie heiraten? Das heißt, wir haben es oft mit solchen bescheuerten Familienfäden zu tun. Und das ist meistens eine Sache, die mit dem Scheitan zu tun hat. Das heißt, die eine Familie hat irgendwie Probleme mit der anderen Familie aus diesem und jenem Grund. So. Und deswegen sind die Eltern beispielsweise dagegen, dass man eine bestimmte Frau heiratet, die von dieser Familie XY ist. Die Antwort darauf ist, solange es keinen Mani Shar'i gibt, das heißt, kein Hinderungsgrund aus dem Islam, ist, darf man diese Frau heiraten. Darf man diese Frau heiraten. Und inshallah wird es auch ein Grund dafür sein, dass sich die Familien vielleicht wieder näher kommen. Denn es ist niemals unmöglich, dass man sich wieder verträgt. Allerdings ist es oft so, dass man sich nur vertragen kann, indem man sich ausspricht, indem man ehrlich zu sich selber ist. Und indem man auch bestimmte schlechte Dinge, die man gemacht hat, sich dafür entschuldigt oder sie unterlässt. Was vergangen ist, ist immer einfach. Okay, man entschuldigt sich dafür. Aber was ist, wenn einer weiter schlechte Dinge macht? Inshallah ist das ein Grund dafür. Aber natürlich geben wir den Ratschlag an Brüder, die beispielsweise in so einer Situation sind, dass sie, denn Frauen gibt es viele, dass sie eher, um alle zufriedenzustellen, nach einer anderen Frau suchen. Ja. Wenn es allerdings so ist, dass genau diese Frau will und diese Frau die einzige ist und er eine absolute Begierde hat, genau diese Frau zu haben. Der Prophet ﷺ sagte, Lem yura li mutahabaini mithlu nikah. Für die zwei, die sich lieben, gibt es nichts, was besser ist als die Heirat. Ja? In diesem Fall besteht kein Hinderungsgrund, kein Hindernis, diese Frau zu heiraten. An dieser Stelle möchte ich auch noch etwas anderes erwähnen, beziehungsweise zwei Sachen erwähnen. Erstens, Eltern haben nicht das Recht, sich in jede Sache einzumischen. Wir müssen von diesem Hierarchiegedanken, der vieles kaputt gemacht hat, müssen wir wegkommen. Ja? Es wird oft so getan, als wenn man, als wenn die Eltern das Recht haben, jede Ungerechtigkeit zu begehen. Dem ist nicht der Fall. Das größte Prinzip im Islam ist die Gerechtigkeit. Ist die Gerechtigkeit. Der Prophet ﷺ bei einer Schlacht hat er die Reihen gerade gemacht und hat mit einem Pfeil die Reihen gerade gemacht und hat er einem Sahabi wehgetan. Was sagte der Prophet? Er machte seinen Bauch frei und sagte, revanchiere dich bei mir. Was wollte der Prophet ﷺ damit zeigen? Er wollte damit zeigen, es geht nicht um Hierarchie, es geht um Gerechtigkeit. Selbst ich, also der Gesandte Allahs, darf niemandem wehtun. Er hätte auch sagen können, ja, aber stehst du auch so blöd hier rum? Selber schuld. Und so ist es, wie in den meisten Familien mit solchen Sachen leider heute umgegangen wird. Und das führt auch dazu, dass die Kinder ungerecht handeln. Eltern zu sein, ist keine Freikarte, um ungerecht zu den Kindern zu sein. Punkt Nummer 1. Innama ta'atu fil ma'ruf. Wahrlich, ja, die Gehorsamkeit gibt es nur im Guten. Nicht Sachen, die schlecht sind für jemanden. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Wann ist es gerade schlecht, wenn man sich in die Ehe einmischt? Zu heiraten ist im Allgemeinen etwas, was nicht verpflichtend ist. Manche Gelehrte sagen sogar, dass die Heirat verpflichtend ist. Aber im Allgemeinen ist es erwünscht zu heiraten, weil dadurch die Umma vergrößert wird und es auch Personen gab, die nicht geheiratet haben. Der Prophet hat nicht gesagt, wer nicht heiratet, der gehört nicht zu mir. Er hat aber gesagt, wer nicht heiratet, um sich damit Allah zu nähern, der gehört nicht zu mir. Es gibt einen Hadith diesbezüglich, dass jemand gesagt hat, ich
dass einer gesagt hat, ich werde fasten, das Fasten nicht brechen. Und einer meinte, ich werde beten und nicht aufhören zu beten, also in der Nacht. Und einer meinte, ich werde nicht heiraten. Und da meinte der Prophet, wahrlich, ich bin der Gottesfürchtigste von euch. Und wahrlich, ich bete und höre auf zu beten, also schläft. Und ich faste und breche das Fasten. Und ich heirate Frauen. Men ragiba an sunnati falaysa minni. Wer meine Sunna, meinen Weg verabschiedet, gehört nicht zu mir. Das war aber eine Person, die nicht geheiratet hat, weil es ihr schwer fiel, sondern die hat sich nicht geheiratet, aus dem Grund heraus, dass sie sich damit Allah nähern wollte. Es gibt im Islam kein Mönchtum. Okay? Aber in manchen Fällen ist die Heirat auch Pflicht. Nämlich, wenn jemand Angst hat, durch das Nichtheiraten in Sünde reinzufallen. Dieses ganz klar dann Pflicht zu heiraten, wenn man eine Frau zu seinem Mann findet, der passend ist. Und in diesem Fall ist es sogar nicht erlaubt, auf die Eltern zu hören. Man muss einen Weg finden. Wenn die Eltern dann einen Mann oder die Frau verbieten, aus einem unislamischen Grund, wohlgemerkt, aus einem unislamischen Grund, muss man heiraten. Man muss dann über die Moschee beispielsweise einen Weg suchen. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo der deutsche Staat auch helfen könnte, indem man den Moscheen mehr Rechte gewährt. Es ist für mich wirklich der helle Wahnsinn. Ich habe vor kurzem von so einem Modernisten etwas gelesen. Und er redet dort davon, unser Islamverständnis ist die Selbstverwirklichung. Ein paar Seiten weiter, im selben Buch, schreibt er, wir sind gegen Imam-Ehen. Echt? Gegen Imam-Ehen? Wem schaden die denn? Ich dachte, ihr seid für die Selbstverwirklichung des Individuums. Warum? Imam-Ehen, das heißt, jemand, es fällt ihm zu schwer, jemand will eine Frau haben, die begehren sich. Der will heiraten, bevor man zum Standesamt gegangen ist und so viel Zeit vergangen, vielleicht ist man schon in Sinna gefallen, die Versuchung ist vielleicht groß, geht er zum Imam, kann schnell heiraten. Was ist das Problem? Wem schadet das? Aber da sieht man, dass diese Leute einfach nur Heuchler sind. Weil er will damit nur dem deutschen Staat gefallen, nichts anderes. Man könnte hiermit viele Probleme in den Familien lösen, wenn der deutsche Staat den Moscheen und den Imamen in den Moscheen mehr Rechte geben würde in diesem Bereich. Ja? So, das wollte ich nur kurz dazu erwähnt haben. Alles, was richtig war, von Allah, alles, was falsch war, von meiner eigenen Seele und von Shaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.